So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu der dritten Mission hier bei unserer Kampagne Let's Play Battlefield 1. Und ja, wir wurden hier zurückgelassen, unser Panzer ist am Arsch. Wir müssen jetzt zu Fuß weiter. Ich habe hier nur eine Pistole am Start und ein schönes MG, wenn es ein MG ist. Ich habe keine Ahnung hier mit den Waffen. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt vorkämpfen. Werde jetzt erstmal diesen Turm hier hochklettern. Und da habe ich ein Fernglas, nicht sehen konnte. Jetzt gehe ich mal hier hoch. So, Freunde, was haltet ihr bis jetzt von dieser Kampagne? Also ich finde, die auf jeden Fall ist auf jeden Fall stark gemacht, muss man schon sagen. Geschichten sind auch immer gut dabei. Schalldämpfer, Scharfschützengewehr, okay. Also müssen wir hier mit dem Scharfschützengewehr auf jeden Fall ein paar Leute killen, habe ich das Gefühl, weil wir eh schon hier auf den Turm müssen. Tipp, benutze das Zweitbein und dein. Okay. Der stelle ich dann so auf, ne? So, hier haben wir zwei Feinde. Ich schau mal noch ein bisschen aus. Okay. Hier haben wir auch noch mal einen. Da hinten sehe ich jetzt keinen. Doch, weiter hinten, okay. Das sind schon ein paar Leute. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, sneaky irgendwie voranzukommen. Ja. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Also ich kann jetzt hier runterlaufen und versuchen, die beiden vielleicht über rechts von hinten beide zu killen. Oder ich kann es auch mal so versuchen, aber ich bin halt nicht so gut beim Snipern. Ich versuche es einfach mal. Obwohl, hier ist auch einer drin gewesen, ne? Hier. Den holen wir auch. Der ist alarmiert. Scheiße. Stier verfehlt. Komm, 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 komm. Schnell, schnell. Bevor Nachschub kommt. Okay, der ist down. Perfekt. Mal schauen, ob wir so weit kommen. Wir müssen die Motoren ausschalten. Die suchen mich jetzt alle. Ich werde jetzt mal hier runterlaufen. Und erstmal diesen Motor ausschalten. Scheiße. Gut. Abkürzung. So, wir laufen jetzt mal hier runter. Haben nur noch 5 Schuss am Start. Okay. Ihr habt meine Freunde getötet. Wir sind abgerechnet. Komm endlich raus. So. Also hier ist nichts mehr. Hoffe ich doch mal. Nicht schlecht, da waren es nur noch 3. Okay, wir müssen jetzt die Motorteile besorgen, wahrscheinlich für den Panzer, damit wir auch wieder vorankommen. Schauen wir mal hier, wir brauchen auf jeden Fall Waffen. Was haben wir denn hier? Auch ein Scharfschützengewehr, ne? Okay, aber ohne Visier. Ja, aber wir haben auf jeden Fall viel mehr Munition. Schau mal, jetzt schauen wir mal hier in die Kisten rein, ob es was Gescheites gibt für uns. So, wir laufen mal hier über links. Schauen jetzt mal runter, wo die Gegner sind. Gut, hier müssen wir hin. Da stehen einige Leute.
jetzt einfach mal runter. Okay, über rechts. Ja, komm, wir nehmen erstmal die linke Seite. So, machen jetzt kurz einen Zwischenstopp hier in der Windmühle. Gehen nochmal hoch. Haben wir schöne Sniper-Spots. Ich nehme mal hier die Waffe, falls hier irgendjemand steht. Okay. So, was haben wir denn hier? Ein Feldbuch. Perfekt. 1, 2, 5. So, hier hätten wir doch eigentlich nochmal ein Sniper-Gewehr. Perfekt. Dann nehmen wir das direkt. Dieses Scharfschützengewehr, das ist gut. Hat auch ein Visier. So, jetzt schauen wir nochmal im Fernglas, um alles abzusichern nochmal. Also hier müssen wir hin. Und die Dudes stehen hier rechts davon. Die sind auf jeden Fall schon alarmiert. Die wissen Bescheid. Hier über die rechte Seite sind ganz viele Leute. Okay. Am besten. Ich glaube, das ist mir zu riskant von hier. Weil es zu viele Leute über die rechte Seite sind. Was gibt's denn hier? Hier gibt's auch nochmal Nachschub. Ganz undercover. Vielleicht klappt's ja auch so. Oh, das war ein bisschen laut. Die Waffe ist extrem laut, aber mit der fühle ich mich sehr treffsicher. So, jetzt schalten wir das direkt aus hier oder holen uns das Teil beziehungsweise. Dann haben wir das auch hinter uns und schauen uns den nächsten Spot direkt an. Wir laufen nochmal hier hoch. Okay, da steht einer da oben. Hat mich wahrscheinlich schon gesehen. Okay, den treffen wir von hier nicht. Gehen wir noch ein Stockwerk weiter nach oben. Oh shit. Da hat uns auf jeden Fall jemand gesehen. Ja. Die haben hier fette Geschütze am Start. So, dann ist er auf jeden Fall schon mal weg. Schnell im Fernglas gucken, wo die Leute sind, damit wir die auch markieren. So, den haben wir geholt. Ich bin hier gleich tot, wenn ich mich nicht beeile. Oh mein Gott, das Ding ist gefickt. So, wir müssen schnell hier runter. Ich schnapp mir mal schnell eine andere Waffe, weil mit dem Sniper bringt es wahrscheinlich nichts mehr. Na, reloaden. So, der ist auch down. Ah, wir haben keine Muni mehr. So, schnell Waffe aufheben, bitte. So Leute, ich rede gerade nicht viel, ich muss mich konzentrieren, das ist gerade eine heikle Situation. So, ich
ich laufe mal wieder hier lang. Muss die Waffe auch mal kurz nachladen. Wie ihr sehen könnt, die sind ja schon markiert. So, der ist down. Oh shit. So, wir hatten hier eine Waffenkiste. Nehme ich mal die Waffe auf jeden Fall. So, wir klettern hier wieder rüber. Dann laufen mal jetzt nach links. Oh, da steht ja schon einer. So, du bist down. Ist auch down. Perfekt. So, wir laufen hier direkt rein. Hier rüber. Er weiß nicht, dass wir hier sind. So, hier holen wir uns noch mal die Waffen. Wir brauchen wieder was. Okay, Scharfschützengewehr. Das habe ich ja am Start. Oh, fuck. Habt ihr das gesehen, Freunde? Stand er auf einmal da. What the fuck? Tut mir nicht down gehen. Oh mein Gott, der verbrennt uns hier am lebenden Leibe. What the fuck, man, was ist mit dem kaputt? Da steht er wieder. Wir müssen hier weg. Behind you, motherfucker. Hier sieht es doch stark danach aus. So, wir haben es gefunden. Hiermit das dritte Teil. Nur noch einer. So, nur noch einer. Wo steht der Dude? Am besten wäre es, wenn wir jetzt wieder auf so eine Windmühle gehen. Oh shit. So, ich renne mal jetzt nicht hinterher. Ich laufe mal hier rüber. Da stehen sie schon. Gut, leise kann man das nicht mehr machen. Das ist wieder dieser Dude. Wir müssen hier mal kurz abhauen. Nach Munition am besten. Suchen. Ich muss da runterlaufen auf jeden Fall. Egal was geschieht, wir müssen da runter. Vor allem müssen wir erstmal jetzt hier hoch und die Lage abchecken. Das haben wir lautlos erledigt. So, dann gibst du mir dein Scharfschützengewehr. Perfekt. Okay. So, hier haben wir keine Waffenkiste. So, jetzt lasst uns mal abchecken hier die Lage. Also. Nee, ich möchte nicht runter.
Hier stehen noch welche, 3 Stück. So, die 3 wären down. So, wir haben hier ein Pferd. Gut, los geht's. Panzergranate werfen. So, ich verstehe gerade nicht, wo wir hin müssen. Muss ich mal kurz hier aufraffen und die Lage checken. Gut, ich glaube, ja, wir haben es da, wir haben es geschafft, wir haben es endlich gefunden. Okay, ich habe alle. Schnell zurück zu Best. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg natürlich zurück. Okay, machen wir das hier auf jeden Fall mit dem Pferd. Das geht auf jeden Fall schneller. One Dude. Ist keine Lust mehr, oder was? Gib ihm, Digga. Alter, ja. Ja, Freunde. Sneaky hin oder her, wir haben jetzt die Teile. Komm schon. Was ist los mit dir? Ja, wir haben jetzt die Teile für unseren Panzer geholt. Und ja, diese Mission hätten wir auch leise machen können. Aber ich habe mich jetzt für die andere Variante entschieden. So, jetzt sind wir angekommen, endlich. So, gehen auf die andere Seite. Oh shit, Digga. Starkes Ding.